Guten Abend. Das Schuljahr hat angefangen. Die erste Woche ist schon wieder vorbei. Steht schon wieder das Wochenende an. Ja, viele müssen auch wieder in die Arbeit. Schön, dass man sich wieder sieht. Bisschen öfter. Der Spiegelwirt hat eröffnet. Auch beim alten Wirt wird die Wiesen eröffnet. Es ist wieder was los. Es rührt sich was in Moosach. Und deswegen freuen wir uns natürlich, aber unsere Gedanken gehen natürlich auch zu den Kindern, dass es ihnen gut geht auf den Schulwegen und natürlich dann überhaupt in der Schule selber. Wir wissen, wie wichtig Bildung ist. Wir wissen auch, welche Ängste die Kinder haben, welche Sorgen, ob sie klarkommen mit den anderen. Aber dabei werden sie so viel lernen miteinander, Beziehungsfähigkeit. Ja, das Kreativität, hoffentlich schauen sie sich voneinander viel Gutes ab. Und ja, das ist ja die Zukunft, auf die wir bauen. Unsere Gesellschaft, die ja ein bisschen von anderen Werten geprägt ist, als wir es leider in vielen Gegenden der Welt erleben. Deswegen lade ich alle sehr herzlich ein, wieder teilzunehmen. Bald ist Erntedank. Zwei Konzerte haben wir im Angebot am 18. und dann noch am 25. Also tolle Sachen, tolles Programm. Informieren Sie sich gut und beten wir für unsere Kinder. Geh mit uns auf unserem Weg, geh mit uns auf unserem Weg, geh mit uns auf unserem Weg. Geh mit uns auf unserem Weg. Ja, so segne und behüte unsere Kinder, die Jugendlichen, aber auch all die anderen Menschen, der Gute, der Mitgehende, Mitsorgende und für uns immer daseiende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Guten Abend. Und ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns alle mal irgendwann wieder treffen und wieder sehen.